Was macht eigentlich der Mistfilter? Ja, dieser Frage stellen wir uns heute und zwar, hier sieht man ihn auch ganz kurz, da ist er vor der Kamera und hier ist er weg. Also wie ihr seht, macht es das Bild so ein bisschen weicher und ein bisschen kontrastärmer und zieht so ein bisschen die Highlights nach unten und es gibt so ein bisschen so einen Retro-Look. Und ich und die liebe Gülay-Can und die liebe Misu, die kommt jetzt gleich, haben das zusammen ausprobiert in einem Fotoshooting. Die liebe Miso ist eine Cosplayerin und er ist sehr, sehr wirklich mit abgefahrenen Outfits unterwegs und kennt sich mit Posing super gut aus. Es war sehr einfach für uns hier zu fotografieren und zu filmen. Und sie hat uns auch im Vorhinein, was auch mega, mega cool ist, so eine Art Moodboard geschickt gehabt, wo sie gesagt hat, hey, ich habe die und die Shootings geplant, habt ihr Lust darauf, passt es zu euch? Und ich hatte ja im Kopf, dass ich jetzt unbedingt diesen Mistfilter ausprobieren wollte. Das klingt so blöd, ich sage jetzt Nebelfilter, ausprobieren wollte. Und dann dachte ich so, oh, das passt ja perfekt. Und es war ja auch noch tagsüber und sehr sonnig, wie ihr hier sehen könnt. Und damit hatten wir dann die Chance, einfach beide was Neues auszuprobieren. Und sie hat dieses wunderschöne Outfit zusammengestellt mit den schönen Schmetterlingen. Und ja, hier seht ihr auch schon die ersten Ergebnisse. Ihr seht das Weichgewaschene. Natürlich ist es ein Look, den man mögen muss. Und ich hatte auch schon Feedback bekommen, so, ah, oh, das ist mir zu retromäßig, das ist mir nicht scharf genug. Verstehe ich auch. Aber ich finde gerade zu diesem verträumten Look, verträumte Location, finde ich es mega, mega schön. Und es ist für mich auch irgendwie ganz angenehm, wenn ich mal einfach so in der ballernden Sonne fotografieren kann, weil das passiert mir ehrlich gesagt selten. Ich traue mich das auch irgendwie fast gar nicht, weil ich immer denke so, boah, das ist zu hart. A, für das Model natürlich und B, auch für mich hinter der Kamera. Und ich muss sagen, hier mit dem Filter war ich dann doch ein bisschen mutiger, was nicht bedeutet, dass man das nicht sonst auch machen könnte, aber ja. Gut, wir haben dann auch ein bisschen mit so Blumen und Schatten auf dem Gesicht gespielt, was ihr hier sehen könnt. Und ja, übrigens hat die Miso einfach einen Pony sich angesteckt und es sieht so echt aus. Ich bin einfach so beeindruckt und generell ihr Posing, ihre Hände und ihre Gesichtsausdrücke sind super gut. Also was sie ganz, ganz toll macht, ist so ein leicht melancholischer Look. Sehr, sehr schön. Also das war richtig beeindruckend. Und wie ihr seht, hier haben wir noch ein bisschen mit der Blume rum experimentiert auf dem Gesicht. Und da kommen jetzt auch gleich die Ergebnisse. Und mit der Blume im Vordergrund. Und ja, hier sieht man den Schatten. Ich finde es sehr schön. Was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, ist, wir haben ja mit dieser Weide fotografiert und aber außen dran war auch ganz normales grünes Gras. Und ich finde, der Look von den Bildern ist so viel besser bei der Weide, weil die einfach einen anderen Grünton in den Blättern hat. Also nicht so dieses Grasgrüne, sondern eher dieses Türkis-Blaugrüne. Und ich finde, das passt viel, viel besser zu dem Outfit. Ja, und weil die Miso so perfekt vorbereitet war, hatte sie natürlich auch noch jede Menge Props dabei und hatte auch diesen wunderschönen Blumenstrauß mitgebracht. Und den haben wir natürlich auch gleich eingesetzt und ein paar Fotos gemacht. Und die könnt ihr auch gleich sehen. Hier möchte ich auch betonen, dass sie auch bei den Posen immer auf die Finger achtet. Schaut mal genau hin. Richtig cool. Finger. Mega gut. Hier auch wieder super, super schön. Also da ist wirklich viel dabei. Und hier auch beim Strauß unten und die andere Hand auch super schön. Finger immer ausgestreckt. Mega, mega gut. Also keine verkrampften Hände. Da merkt man schon, dass sie das öfter macht. So, ja, ich sehe aus wie ein Stalker im Wald. Keine Sorge, das durfte ich auch in dem Moment, weil ich halt so ein bisschen so einen Vordergrund haben wollte. Und hier sieht man wieder, dass ich ja die Models immer mal wieder drauf aufmerksam mache oder beziehungsweise darum bitte, dass sie auf die Zehenspitzen stehen, damit man einfach so ein bisschen so eine gestrecktere Haltung bekommt. Und ja, hier seht ihr so ein bisschen Ergebnisse davon. Und hier auch wieder diese kühlen Grüntöne, die mir super gut gefallen. Hier übrigens die blauen Blumen im Vordergrund sind KI. Also die Photoshop nicht mehr Beta übrigens, wusstet ihr das, dass es nicht mehr in der Beta ist, sondern ihr habt jetzt auch in der normalen Photoshop-Version die Möglichkeit, die KI zu nutzen, was übrigens garantiert demnächst Geld kosten wird. Wo waren wir eigentlich? Das haben wir uns bestimmt auch alle schon gefragt. Wir waren am Äbbessee in Karlsruhe und hatten nochmal so die letzten Sonnenstunden des Sommers ausgekostet. Es war ehrlich gesagt auch ziemlich warm. Und da ich ja dann immer mutiger geworden bin, wollte ich auch noch ein paar coole Gegenlichtbilder vor dem Wasser machen. Und dann haben wir mit dem
Reflektor da reingeleuchtet und einfach versucht, das Licht der Sonne vorne zu spiegeln und dann den schönen See im Hintergrund zu haben. Das ist eine Arbeitsweise, die sehe ich öfters mal auf Instagram, die ich selber praktisch nie mache, aber jetzt mehr machen möchte, weil ich einfach diesen gebouncten Sonnenlicht-Look voll, voll schön finde. Und die Fotografin Sally Sparrow heißt die, die macht es richtig oft und richtig gut. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde ihre Bilder so geil. Ich bin immer so direkt schockverliebt, wenn ich neue Bilder von ihr sehe. Und denke so, oh, wie machst du das? Und ja, sie macht es auf jeden Fall mega gut. Ich habe hier auch mal ein bisschen rumprobiert. Natürlich kann man das noch optimieren mit dem Gegenlicht und so weiter und so fort. Aber hier gerade, finde ich, sieht man es ganz gut. Also hier sieht man wirklich das gebounzte Licht auf dem Gesicht. Und ich muss da noch ein bisschen üben, aber ich finde, es sind super schöne Bilder geworden. Und wieso, das hast du super schön gemacht. Und die Flügel glänzen so schön und haben Gegenlicht und mega schön. Ja, sehr gut. So. Oh, das ist auch voll gut, gell, mit dem blauen Wasserhintergrund. Ah, oh, voll schön, voll schön. Und man sieht auch hier, dass das, hier sieht man richtig krass den Filter, weil es so überbelichtet ist und so richtig ins Gesicht reinstrahlt. Ist natürlich ein Look, den man mögen muss, aber ich finde, es passt halt so gut zu diesem Outfit und zu diesem Fairy-mäßigen ganzen Setting. Deshalb finde ich es richtig, richtig schön. Und weil wir natürlich am Wasser sind, durfte sie sich dann auch nochmal ins Wasser setzen. Übrigens war ich auch halb im Wasser und irgendwie dann später voller Sand und komplett dreckig. Und ich hatte die ganze Zeit Mikro an, aber leider hatten wir die ganze Zeit krasse Störgeräusche. Dementsprechend habe ich diese bescheuerte Powerbank und das Mikrofon umsonst rumgetragen und bin die ganze Zeit hängen geblieben. Ja, clever. Und ja, hier seht ihr die Ergebnisse und zwar sehr schön, finde ich, mit der Lichtkante im Gesicht. Gefällt mir super, super gut und auch ihre Haare saufen gar nicht ab, weil wir da gerade eine helle Stelle im Hintergrund haben. Richtig schön die, oh, da sieht man den Applesee, die Flügel glänzen im Hintergrund, gefällt mir super. Dann habe ich einen kleinen Outfit-Change und zwar zu dieser schönen rothaarigen Perücke und diese, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist es eine Kette? Ist es ein Kragen aus Perlen? Mega abgefahren, hat mir super gut gefallen. Und die langen roten Haare finde ich ja sowieso, ich mag einfach so rote Haare, so schön. Wir hatten übrigens bei dem Konnichi-Video auch eine Merida dabei, guckt euch die an, die waren auch so schön. Ja, passt perfekt farblich rein, wie ich finde. Also das ganze Ding hat so einen guten Look und hier auch Lob an dich, Miso. Wir sehen alle ballernde Sonne, auch wenn es auf den Bildern nicht so krass aussieht wegen den Mistfiltern. Wegen dem Nebelfilter meine ich. Ist es wirklich hart gewesen, solche Bilder zu machen. Und schaut euch die Bilder an, wie gut sie performt hat. Super schöne Haltung. Hier finde ich auch, die Füße sind hier sehr schön. Ich finde diesen Meerjungfrau-Sitz super gut. Also wenn man die Füße nah aneinander macht und man kriegt dann so ein bisschen so Meerjungfrau-Look in den Beinen. Und dann sind wir nochmal zurück zu den Weiden gezogen und haben noch ein paar ganz nahe Porträts gemacht, weil übrigens meine Mutter mir mal den Tipp gegeben hat, Sandra, du machst keine nahen Bilder, du machst immer nur so weit weg Bilder, wo man die Leute nur so klein sieht. Mach doch ab und zu mal ein bisschen mehr Bilder von nahen Gesichtsaufnahmen. Ja, das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Danke Mama an der Stelle. Und arbeite dann auch hier ab und zu mal ein bisschen mit abwechslungsreicheren Inhalten. Und ich denke ja auch für das Model ist es dann cooler, wenn man halt einfach verschiedene Auswahl hat, was man dann nachher benutzt und nicht nur weit weg. Ja. So, und hier sind wir jetzt wieder mit der Sonne unterwegs. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich das bin. Die ganze Zeit in der Sonne rumstehend und fotografierend. Unglaublich. Und ja. Hier seht ihr die Bilder und da haben wir nochmal krankes Gegenlicht, was so richtig in die Haut rein strahlt. Super schön. Und hier mit der Sonne und es sieht so weich und schön aus. Nochmal ein Schatten im Gesicht, gefällt mir mir gut mit der Hand. Super, super schön. Und dann hat sie sich auch nochmal mit dem anderen Outfit an den Strand gechillt. Zum Baden war es übrigens ein bisschen kalt, finde ich, aber trotzdem haben Leute gebadet. Wir sind ja immer noch in Deutschland, da badet man auch, wenn es kalt ist und ich sehe ganz dreckig aus. Ja, und hier sieht man diese wunderschöne Szene von uns beiden, wie wir gerade Bilder angucken. Und oh, ist das nicht wunderschön? Wow! So schön, so schön. Ja, und hier die wunderschönen Gegenlichtbilder am Strand. Hammer, Hammer. Die Füße sind auch so gut. Seht ihr das? Wie so eine Meerjungfrau sitzt sie da. Also das ist eine wirklich sehr schöne Silhouette. Gefällt mir super, super gut. Und dann hat sie sich noch ein bisschen hingelegt und eine Runde am Strand geschlafen. Ja, das war's mit dem
Nebelfilter und dem Applysee in Karlsruhe und der lieben Misu und der lieben Gülay Chan. Danke fürs Filmen und wie immer danke an Gina fürs Schneiden. Das hast du wie immer ausgezeichnet gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.